Erinnert ihr euch noch an die Tage, an denen das Internet eigentlich nur aus Flash-Games bestand? Das, meine Freunde, das waren die goldenen Zeiten. Nachdem man sich eine Minute lang den Modem-Ton angehört hatte, fragte Boris Becker noch kurz, bin ich schon drin? Und schon war der Sinn des Internets eigentlich nur Spaß zu haben. Naja, und vielleicht ein bisschen nackte Frauen anzugucken. Heute habe ich A, keinen geilen Modem-Ton mehr, sondern nur WLAN, ist halt einfach da. Und B, ist das Internet eigentlich nur dazu da, mir zu zeigen, wie scheiße ich bin. Gehst du Minecraft zocken, baust du ein Haus, auf einmal merkst du, dass du niemals die Zeit und die Energie haben wirst, die andere Leute irgendwo auf diesem Kontinent in ihre Gebäude reinstecken können. Und auf einmal ist das Haus, in das du gerade 10 Stunden reingesteckt hast, nicht mehr so geil wie diese geile Kathedrale, die irgend so ein Kerl aus Italien gebaut hat. Oh, was ein schönes Haus ich mir da gebaut habe. Oh, for Christ's sake. Lernst du 5 Jahre Gitarre und fühlst dich richtig geil? Kommt auf einmal auf YouTube so ein scheiß 9-jähriges koreanisches Kind mit den Händen von Eric Clapton und dem Selbstbewusstsein von Kim Jong-un daher und zeigt dir, dass die letzten 5 Jahre deines Lebens eigentlich verschwendete Zeit waren. Komm schon, Internet, ich habe 5 Jahre da rein investiert. Ich sollte mich nicht so schlecht fühlen. Fängst du an zu programmieren, kannst du vielleicht die geilste App schreiben, die je auf diesem Planeten geschrieben wurde. Aber dann kommt so ein Vietnamese her, programmiert Flappy Bird, das Ding geht viral und deine App hat nicht mal 3 Downloads. Vielleicht war deine App sogar viel besser, aber sie ist halt nicht viral. Viral ist ja sowieso irgendwie das Stichwort unserer Generation. Ob man sich jetzt anguckt, wie angeblich das Bogenschießen über hunderte von Jahren vergessen wurde und wie dieser eine Schwede jetzt entdeckt, wie es wirklich geht, oder eben die neuesten Katzenvideos. Wir filtern doch nur nach den Informationen, die andere bereits für gut befunden haben. Was ist denn hier aus eigener Meinung geworden? Gibt's nicht mehr. Nee. So einfach. Und ich meine, das ist ja auch völlig verständlich. Wir wollen ja als Menschen alle nur akzeptiert werden. Und fuck ist das einfach, wenn du auf YouTube gehst und siehst, dass dieses Video schon 30 Millionen Views hat. Natürlich wirst du es angucken, du willst ja mit drüber reden können. Nyan Cat? Finde ich geil. Nyan, 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 nyan. Friday von Rebecca Black? Worst song ever. Pegida? Finde ich scheiße. Nebenbei ruiniert das Internet auch noch sämtliche Diskussionen, die man früher mit Kollegen abends in Bars hatte. Wenn man sich vor 10 Jahren abends in der Bar getroffen hatte, hatte jeder sein Glas Bier in der Hand und man fing an, mit Halbwahrheiten über den Verfall der Politik zu diskutieren. Heute gibt es immer diese eine Person, die sofort das Handy rausholt und dir sagt, dass das, was du gerade verzapfen willst, konkreter Bullshit ist. Vielen Dank dafür. Früher konnte ich so tun, als hätte ich Ahnung. Heute keine Chance. Ich habe gerade nachgeguckt. Angela Merkel ist kein Single mehr. Was? Ich meine, der Zugang zu Informationen ist ja gut und hilfreich. Und tausende von Studenten können sich ihre Hausarbeiten zusammen kopieren. Aber manchmal, nur manchmal, vermisse ich es einfach, meine Meinung über Jahre hinweg zu bilden und nicht eben in Minuten. Und eben nicht nur das als Wahrheit anzunehmen, was vor mir 500.000 Leute auf Facebook geliked haben. Die Moral? Ich habe keine Ahnung. Es gibt keine. Ich finde das Internet ja selber geil. Nur manchmal nervt es mich halt ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben und subscribed. Und wir sehen uns das nächste Mal. Bye!